Wir sind im Rätselbuch der Renaissance im Verzeichnis aller Rätsel und sind gerade bei der Baukunst. Jetzt kommt das nächste Rätsel. Wer ist der Gewissenhafte? So, also Baukunst und dann soll es jemanden geben, der der Gewissenhafte ist. Hier siehst du ja eine Statue von ihm. Ich will dich auch nicht lange auf die Folter spannen. Wir gucken einfach. Unter den Baumeistern der Renaissance in Italien gibt es einen, der sich wirklich über jede kleinste Kleinigkeit Gedanken gemacht hatte. Er wollte nicht nur schön bauen, sondern perfekt sein. Das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man wenig Kenntnis von der Architekturgeschichte hat. Es gibt ein Standardwerk aus der Antike zur Baukunst von Vitruv. Er hatte 10 Bücher über die Baukunst geschrieben. Als nun die Zeit der Renaissance anbrach und sich die Baumeister auf die Antike zurückbesannen, sahen viele Vitruv als ihr Vorbild an und wollten seine Regeln der Baukunst auf ihre übertragen und zeitgemäß verändern. Ich erkläre es dir an einem Beispiel von Palladio und Alberti. Palladio hat sehr viel gebaut und es sieht beeindruckend und schön aus, wenn man seine Gebäude im Einzelnen betrachtet. Zieht man nun den Vergleich zu Alberti, dann hat Palladio im Innern seiner Kirchen, Paläste und Villen vielfach die Architektur wie Säulen oder Gebälk auf die Wand malen lassen. Bei manchen Kleinigkeiten wie dem Zusammenhang von Wandhöhe und Raumgröße kam es ihm nicht auf die absolute Proportion der einzelnen Elemente an. Und genau sowas wäre Alberti niemals passiert. Bei ihm musste wirklich alles stimmen und jedes Element mit dem anderen harmonieren. Er sieht eine Stadt, und das ist das, was neu war, als ganzheitlichen Organismus, der strukturiert sein will. Dazu gehört die jeweilige historische und politische Besonderheit gleichermaßen wie eine Kirche, die harmonisch neben einem Palast stehen würde. Ebenso war Alberti der Ansicht, dass nur bestimmte Elemente eine Kirche schmücken durften, während andere Elemente für öffentliche Bauten bestimmt waren. Und so hat nicht nur Palladio 4 Bücher zur Baukunst verfasst, sondern Leon Battista Alberti in der Zeit von 1443 bis 1452 gleich 10 Bücher geschrieben, die das jeweilige Thema weitaus detaillierter angehen, als Palladio es gemacht hätte. Hier siehst du eine Seite der ersten Ausgabe von De Re Edificatoria, 10 Bücher zur Baukunst. Und unten ist die Illustration aus Vasaris Viten zu Alberti, Leon Battista Alberti. Ja, und hier eine Seite der Ausgabe. So, und nachdem ich nun so viel über den gewissenhaften Alberti erzählt habe, bin ich der Meinung, dass du nun ein paar Beispiele seiner Architektur betrachten könntest, um festzustellen, ob Alberti auch deiner Meinung nach perfekt und gewissenhaft war. Das hier ist in Florenz der Palazzo Medici, Riccardi, 1444, Michelozzo. Wir kommen noch auf die einzelnen Elemente in den Stockwerken hier zu sprechen. Und jetzt kommt der Palazzo Rucellai, 1452 bis 70, von Alberti. Also, Michelozzo, ein Palazzo, und der Palazzo Rucellai von Alberti. Schaut euch das an. Und jetzt gehen wir ins Detail. Da oben, das ist das Kranzgesims auf Konsolen. Hier sind korinthische Pilaster. Das hier ist das Gebälk. Jetzt kommen ionische Pilaster. Dann kommen Biforenfenster, das Gebälk. Römisch-dorische oder toskanische Pilaster. Hier das Rustika-Mauerwerk. Unten die Sockelzone und das dann nennt sich die Bank. Die Kirche San Maria Novella. So. Hier hat Alberti die Fassade entworfen und 1472 vollendet. Also, die Kirche San Maria Novella. So, jetzt ist das Rätsel zu Ende. Ich stoppe.